Nein, ist das an? Warte. Was ist los, Freunde? Oh mein Gott! 100.000 Likes! 500.000 Likes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, was hast du da? Ein Paket! Oh mein Gott! Was ist da drin? Ein Paket! Das stimmt. Max und ich haben uns quasi zeitgleich unabhängig voneinander ein Amazon-Überraschungspaket bestellt. Der Unterschied war allerdings, dass Max sein Paket zeitnah angekommen ist und meins wurde irgendwie versehentlich nach Wolfsburg geschickt. Das ist auf jeden Fall ein Paket und in diesem Paket sind 30 oder 20 Produkte drin. Ich weiß nicht, welche Größe ich genommen habe. Und man hat halt keine Ahnung, was drin ist. Also es ist wirklich ein Überraschungspaket. Wir haben ja noch nicht reingeguckt. Wir haben jetzt bisher nur den Dingszettel abgemacht, diesen DHL-Poststempel und so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das Paket auf und greifen abwechselnd rein mit zuen Augen und schauen, was wir daraus ziehen werden. Let's get it started. Gut machst du das. Max greift jetzt zum ersten Mal rein und zieht jetzt ein Paket raus und es ist Verpackungspapier. Verpackungspapier. Freunde, das lohnt sich definitiv. Nehmen wir mal das hier und ich habe einen Dalmatiner. Warte mal, ist das ein Stift? Das, jo, das ist, mein ist das ein Dalmatiner? Oh mein Gott! Der Stift schreibt nicht. Das nächste Produkt hier wird von Max gezogen und er greift in das Paket rein und es ist... Ja, Mann, ich bin ein VIP! Oh mein Gott! Yo, das ist richtig geil, glaube ich. Was? Richtig geil! 30 mal 30 cm. 30 mal... Magisches Handtuch unter warmes Wasser halten und... Magisch! Unter warmes Wasser halten und zusehen, wie es wächst. Also das wird 30 mal 30 cm groß, wenn man da einfach nur Wasser drauf tut. So Leute, wir machen jetzt erstmal das Wasser warm. Dabei öffne ich den Spaß hier schon mal. Hoffentlich steht da auch noch VIP drauf gleich. Das hier ist das Handtuch. Oh mein Gott! 2000 Jahre später. Oh warte, es löst sich was. Oh mein Gott! VIP! 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 Junge, wie VIP ist man, wenn man so ein Handtuch hat, Mann? Aber ist irgendwie schon cool, oder? Würdest du sagen, bisher hat es sich schon gelohnt, was du investiert Digga, hast? Digga, wir hatten ein fucking VIP-Tuch! Augen zu und rein. Augen zu und rein. Oh mein Gott! Was ist das? Keine Ahnung. Was? Warte, da kannst du eine Weinflasche reinstellen. Okay, Leute, das ist irgendwie so ein Nikolaus-designmäßiges Zeug. Aus Amsterdam! Oh mein Gott! Da kann man eine Flasche reinstellen, dann kann man der Flasche noch ein Hütchen aufsetzen. Also, ey, das ist das. Ja! Oh mein Gott! Das ist ein Microman. Ich weiß nicht, was der kann. Digga, das ist gestanzt in Metall und man kann sich daraus einen Typen zusammenbauen, der auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Einfach den Typen ausdrücken und dann formt man ihn so, dass man einen Typen hat, der an einem Schreibtisch sitzt. Oh mein Gott! Greif doch jetzt endlich rein, Mann. Oh mein Gott! Ich glaube, das ist magnetisch. Wir testen mal, ob das Ganze magnetisch ist. Freunde, meine Wand hier hinten ist auch magnetisch. Geht nicht. Er ist einfach so ein richtig geiler Cupcake, aber der hat einfach absolut gar keine Funktion. Also es klebt nicht, es ist nicht magnetisch. Kannst du einfach so auf den Tisch legen beim Kindergeburtstag. Greif in die Box rein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, wenn ihr Weihnachten habt! Oh mein Gott! Lasst ein Like da, wenn ihr Weihnachten hast! Niemand hat Weihnachten, dann kriegst du keine Likes. Hello darkness, my old friend. Sag nochmal neu. Oh mein Gott, Freunde, frohe Weihnachten! Lasst ein Like da, wenn ihr Weihnachten hast! Also, das soll wahrscheinlich auch wieder um eine Flasche oder so. Alter, das kannst du ja auch um deinen Bizeps machen, Alter. Das trägt man auf der Street so, Digga. Ist das echt eine Weihnachtsarmbinde? Nein, das ist für Straßenbeamten. Du kannst dann so zeigen, hey, und die sehen, frohe Weihnachten. Was ist das für eine Scheiße? Einhörner, Geldbeutel! Oh mein Gott! Also so sieht das Ganze aus. Ein stinknormales Portemonnaie. Wir können es aufklappen und wir sehen schon... Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Los, zieh da raus, wenn du dich traust. Oder mach's auch, wenn du dich traust. Oh mein Gott! Taschenwärmer. Oh mein Gott! Tschüss, das ist nice. Die Dinger kennt ihr ja, Taschenwärmer. Das hat noch so eine süße Socke dazu. Das ist auf jeden Fall... Oh mein Gott. Die Socke zieht sich an. Schaut, Freunde, ich habe eine neue Socke. Ja, das trägt man so heutzutage, Mann. Du bist so ein Fashion-Opfer. Alles klar, auf jeden Fall könnt ihr das hier so knicken. Kannst du knicken. Und dann, wenn man es geknickt hat, entwickelt sich... Ich glaube, das ist kaputt. Ich nehme die Box und greife rein. Oh mein Gott, Leute. Freunde, ich packe es nun aus und es ist ein, eine Kuh. Salz- und Pfefferstreuer, glaube ich. Ich bin so eine einsame Kuh. Hey, hallo. Hi. Will er auch eine?
Okay, next try. Nächster Zug geht an Max. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auf jeden Fall ist das so eine Halskette. Schreib mal auf einer Skala von 1 bis oh mein Gott, wie gut die ist. OMG. Du hast reingeschaut. Oh fuck, ich hab wirklich reingeschaut. Ich greife rein in die Box, meine Damen und Herren, meine Freunde und Freundinnen. Und ich habe eine Hülle für... Also, okay, Freunde. Das hier ist so die Größe von meinem Handy und das ist die Größe von der Hülle. Alter. Oh mein Gott. Da ist ein Handy drin, aber... Pack das Handy hier erstmal aus. Ich glaube, das ist das neue iPhone 8. Also, die wollten ja von der Größe zurückgehen und auch von der Grafik. Und die wollten gar keine Technik mehr verbauen, ne? Sondern einfach gar nicht. Papier rein. Einfach nur Papier. So sieht das Ganze hier aus. Ich kann jetzt hier drauf drücken und wir sehen... Nein, ist das an? Warte. Moment, mach auf Lautsprecher. Au! Ah, Steve Jobs, man kann mit dem Handy in den Himmel telefonieren. Oh mein Gott. Nein, nicht so doll! Oh mein Gott! Ein Marmeladenglas! Ein leeres Marmeladenglas! Ein leeres Marmeladenglas! Das ist übertrieben gut drin. Hey Freunde, guckt euch das mal an, wie milchig das ist. Sieht man das? Boah, stinkt das! Was soll das? Da war Betäubungsmittel drin. Oh nein. Guck mal, ist jetzt vor allem wieder kaputt. Man kann es nicht mehr zumachen, Leute. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Alter, wo was? Ist da ist Gold dran. Oh mein Gold? Ja! Alter Schwede, oh mein Gott, ich krieg's nicht offen. Oh nein. Man denkt zuerst, es ist ein ganz normaler Stift, aber nein! Es sind ganz viele Stifte. Es ist ein... Boah. Boah, das riecht wie so eine frisch ausgepackte Luftmatratze, Alter. Boah. Leute, aber vergesst nicht, rock immer noch die Chain. Oh mein Gott! Okay, wieder irgendwas Komisches. So. Die Verpackung sieht zumindest mal nicht... Okay, oh Gott, sieht doch beschissen aus. Robo Cupcake Holder. Also, Alter, ich würde nie meinen Cupcake in sowas reinpacken. Ich würde niemals einen Cupcake machen. So mini kleine Dinger, die aussehen wie Roboter. Das ist so ungefähr der größteste. Erstens, wie viele Leute machen sich tatsächlich selbst Cupcakes? Zweitens, wie viele Leute machen sich Cupcakes in Roboterform? Wir zählen ab sofort dazu. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Fuß? Nein! Ein Fußwärmer? Ein Fußwärmer? Ich dachte, da wäre ein Fuß drin. Das ist alles so voll Winterthematik, so Nikolauszeug. Okay, es stinkt zumindest mal nicht so ekelhaft. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktionieren soll, weil hier jetzt kein Drückteil oder irgendwie sowas drin ist. Es ist schon warm. Fühl mal. Es wird schon langsam warm, wenn man sich einfach draufstellt, glaube ich. Oha! Alter, ist das geil. Den Win der Woche. Okay, das ist bisher mit das Beste, was da drin war. Neben unserem VIP-Handtuch. VIP! Oh mein Gott! Ein kleiner, schmutziger Panda-Bär, der definitiv schon von jemandem benutzt wird. Man kann ihn einfach auseinandernehmen. Handytasche mit Rückzugsfunktion. 1 Euro steht da drauf. Was heißt Rückzugsfunktion? Eigentlich ganz gut, so du kannst dein Handy... Warte. Gib mal das neue Handy von uns. Wir haben ja hier das neue iPhone 8 und das kann man hier reinstecken jetzt. Jetzt hat man das iPhone 8 hier drin und jetzt kann ich nämlich theoretisch hier ranziehen. Alter, sonst passiert gar nichts. Alter, ist dieses Ding geil. Junge, lass auf jeden Fall aufbewahren mit dem iPhone 8. Auf jeden Fall. Junge, du willst so das Große haben. Man legt das irgendwie auf seine Schuhe und dann kann man es anmalen und dann kann man sich so tolle, bunte Schuhe selbst machen. Lass doch mal bei Yeezys machen. Meine Frohe Weihnachten bin das abgegangen, nicht, dass sich meine Gang jetzt nicht mehr respektiert. Danke. Oh, gut reingefasst. I'm on holiday, get it yourself. Alter, hinten an die Wand packen, sofort. Safe. Das ist ein Metallschild. 2000 Jahre später. Geht gut auf jeden Fall. Leute, guckt euch das an. Schon direkt hat das Ding hier seinen Platz gefunden. Ist ein Traum. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was drin ist, aber Max greift was rein und wir haben ein bisschen noch Papier und wir haben noch mehr Papier und wir haben noch... Oh, warte. Oh mein Gott! Als ob das Beste kommt zum Schluss! Ein russischer Schlüsselanhänger aus Holz von einer dicken Frau. Alter! Und wir haben noch einen Hut. Alter. Lasst doch mal ein Like da, Freunde. Das war das beste Überraschungspaket von Amazon, das je aufgenommen wurde. Das war's jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da, wenn wir das normal machen sollen mit einem anderen Überraschungspaket, weil da sind ja immer unterschiedliche Sachen drin. Wenn ihr jetzt noch dran seid und euch das Video wirklich bis zum Ende gegeben habt, dann schreibt mal Amazon in die Kommentare.
Pretty dope, huh? Cool, dude. Und jetzt würde ich sagen, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Moment, auf den wir alle gewartet haben. Max hier auch die ganze Zeit auf jeden Fall. Und ich würde sagen, roll the outro. Das, was jetzt hier vom Video, das, was jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos. Und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen.